Ganze ja am Montag und hatte davon zwei, drei Freunden erzählt. Hat dann relativ schnell rumgesprochen. Dann war ich. Darf ich nochmal dazwischenhaken? Was haben Sie erfahren? Also, dass meine Mutter jetzt in den nächsten 6 Wochen abgeschoben werden soll und halt dieser Brief jetzt noch kommt im Laufe der Zeit. Und habe dann, wie gesagt, den Freunden halt was erzählt gehabt und gemeint, ja, der Brief soll jetzt kommen, sie soll abgeschoben werden. Und am Dienstagabend hat mich dann eine Freundin angerufen, hat gesagt, ob ich dann morgen Zeit hätte und ob ich nach Friedberg kommen würde, weil ich ja nicht direkt in Friedberg wohne. Habe dann gesagt, ich bin gerade sowieso in Friedberg, ich kann auch jetzt kurz vorbeikommen. Hat sie gesagt, ja, es wäre noch besser. Sie würden nämlich gerade einen Brief an die Wetterauer Zeitung schreiben, einen Leserbrief. Dann waren wir da und haben aus Spaß eher gesagt, wir könnten ja eine Demo veranstalten. Und aus dieser kleinen Idee entstand dann halt wirklich auch eine große Idee und hatten auch vor, das auch wirklich durchzuziehen. Haben dann von Mittwoch bis heute, bis zum Freitag halt Zeit gehabt, das heißt 2 Tage. Und haben dann, wir haben auch mit den Schulen gesprochen, dass wir für heute schulfrei bekommen. Die Burg hat zum Teil auch komplett schulfrei bekommen. Haben Flyer ausdrucken lassen, haben die verteilt, haben Unterschriften schon gesammelt, haben Online-Petitionen gestellt, haben Plakate gemacht und ja. Und auch ganz besonders diesen ganzen Leuten, diesen Leuten, die ich auch nicht kenne, die sich auch dafür schon eingesetzt haben und hoffe, dass sie auch zahlreich erscheinen. Dann kommt noch die Antifa BI, hatten die gesagt. Bei denen möchte ich mich auch nochmal gerne bedanken. Ansonsten wollte noch jemand von dem internationalen Zentrum erscheinen. Wie ist denn der Stand der Dinge jetzt bei Facebook, bei Wer kennt wen? Also wir haben es jetzt nur in Facebook online gestellt und ich habe heute Morgen nochmal geguckt und da waren es irgendwas über 1300 Zusagen. Ob jetzt wirklich alle Leute kommen, das weiß ich nicht. Aber ich hoffe mal, dass davon ungefähr die Hälfte kommt, auch wenn jetzt 200 Leute angemeldet sind. Aber umso mehr, umso besser. Sie wollte jetzt nicht kommen, weil es ist jetzt nicht nur seit den letzten paar Tagen so, sondern halt auch schon seit längerem, dass sie, sobald sie auch nur in die Nähe von dieser Behörde kommt, dass sie schon anfängt zu zittern und ihr geht halt einfach nicht so gut. Und sie hat halt auch gesagt, dass es eben ein bisschen unangenehm ist, vor die Öffentlichkeit so zu treten. Aber Interview mit ihm persönlich oder alleine könnte sie halt natürlich auch machen. Wir haben jetzt 7.32 Uhr, so eine Stunde stehen wir jetzt hier ungefähr. Ja. Wie ist jetzt deine Einschätzung? Es sind auf jeden Fall schon mehr da, als ich erwartet habe, weil es schon gerade noch so früh ist. Es ist gerade mal 7:30. Ich hoffe auch, es werden trotzdem noch mehr kommen. Ansonsten, ja, was soll ich noch kurz dazu sagen? Okay, das reicht. Ja. Jetzt nochmal eine kurze inhaltliche Frage. Wie kannst du dir überhaupt ein Leben vorstellen, dass du ab in 4 Wochen vielleicht alleine hier bist? Wie stellst du das vor? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich wüsste nicht, wie ich jetzt leben sollte, wo ich leben sollte, an welche Behörden ich mich kümmern sollte, wenden sollte, um eine Wohnung zu bekommen, um Gelder anzubetragen, weil ich meine, ich als Schülerin kann jetzt nicht auf mich selbst, unterhalten, mit dem Geld, meinen Lebensunterhalt bestreiten, weil ich einfach keine Arbeit habe und von nichts kann man auch nicht leben. Wie lebst du bisher? Also ich lebe momentan ja mit meiner Mutter zusammen. Kriege vom, also weil mein Vater, weil ich ja kein Geld von meinem Vater habe, wird das dann ersetzt von der Behörde. Ja, die hat das momentan noch zur Schule und. Deine Mutter? Die geht arbeiten, momentan halt noch Teilzeit, hat aber jetzt auch schon zweimal der Behörde vorgelegt, dass sie jetzt auch einen Vollzeitjob hat. Das wurde aber zweimal abgelehnt mit der Begründung, es würde ja bevorzugte Personen geben. Bevorzugte Personen geben, die diesen Job eher machen sollten als meine Mutter. Ja, also es war schon so, dass dreimal die Abstimmung schon bevorstand. Schon dreimal auch die Tickets und alles gebucht waren. Einmal wurde auch, zu der Zeit hat noch mein Onkel bei uns gewohnt. Und der wurde auch abgeschoben. Da war ich 11, glaube ich. Dann kamen die halt morgens um 5 Uhr oder 4:30 waren sie halt bei uns vor der Tür und hatten ihn abgeschoben. Haben einfach mitgenommen. Für ein Kind ist es schwer, sowas zu sehen, wie die eigene Familie einfach in Handschellen gepackt wird und dann ins Auto gesetzt wird und wegfährt. Und ich glaube, das war auch nochmal so ein Erlebnis, wo ich mir gedacht habe, das möchte ich nicht nochmal erleben, vor allem nicht mit meiner Mutter. Und es ist schwer, als Kind immer mitzubekommen, wie die Mutter täglich zu Behörden rennt und sich darum kümmert, dass man irgendwie, dass die Duldung verlängert wird, dass man hier bleiben darf, dass man keine Probleme hat und dass am Ende dann irgendwie doch nicht honoriert wird, weil man einfach sagt, sie hätte sich nicht genug darum gekümmert oder ähnliches. Wie ist denn der Umgang der Behörden mit euch so die letzte Zeit? Kann man sagen, die sind freundlich und sagen, tut uns leid, wir können halt nichts ändern?
Absolut nicht. Die sind überhaupt gar nicht freundlich. Ich habe in meinem Leben bis jetzt nur zwei Leute in dieser Behörde erlebt, die freundlich waren, die gesagt haben, es tut uns leid, wir müssen es jetzt ihnen leider nur so sagen, wie es ist. Wir können es nicht ändern, aber da sind andere Leute drin, denen scheinbar auch schon Spaß macht zu sagen, okay, in der nächsten Zeit kriegen sie nochmal einen Brief oder nee, das wird jetzt ihnen jetzt nicht genehmigt, sie müssen jetzt nochmal zu denen und denen, weil manchmal wird es einfach, ich habe das Gefühl, es wird manchmal noch komplizierter gemacht, als sowieso schon ist und dass man uns ein wenig mehr Probleme machen möchte. Aber als nicht ganz volles Mitglied an der Gesellschaft denke ich schon manchmal. Obwohl, ich meine, ich kann von mir wirklich sagen, auch von meiner Mutter, wir sind komplett integriert hier. Meine Mutter geht zur Arbeit, ich gehe zur Schule. Meine Mutter kann genauso Deutsch wie ich auch. Wir sind seit Jahren hier, seit 93, das sind über 17 Jahre. Und ich denke, in diesem Zeitraum hat man auch irgendwie zwangsweise sich integriert. Ich hoffe, es kommen nach der siebten Stunde nochmal genug Leute und ich hoffe, dass wir irgendwas damit bewegen. Und einer von diesen Menschen da drin auch irgendwann mal rauskommt und Stellung dazu nimmt. Anstatt die ganze Zeit am Fenster zu stehen und zu gucken, kann einer von denen mal rauskommen und mal sagen. Ja! Ja! Das war kindisch. Also, ich war jetzt drin. Wirkliche Gründe konnten mir nicht genannt werden. Es war die ganze Zeit, ich weiß nicht, ob ihr alle von dem Fall wisst, 2002 die Ehe wurde als eine Scheinehe dargestellt, was nicht so war auf jeden Fall. War halt nur ein Verdacht. Auf jeden Fall hat er mir diesen Grund genannt. Auf die Frage, warum es dann schon seit 1999 so ist, hat er gesagt, ja, weil der Krieg vorbei ist und wir hätten ja kein Recht auf eine Aufenthaltsgenehmigung. Ich eigentlich auch nicht. Und dann habe ich gefragt, warum man als Mensch hier in Deutschland wie ein Tier behandelt wird und man sagt, du hast kein Recht hier zu bleiben, wenn du es möchtest und zu Hause, also in deiner alten Heimat. Ich sage extra alte Heimat, weil das jetzt meine neue und die für meine Mutter ist, die neue Heimat. Madame Julian, kamst du her? Ich kam hierher, als ich noch gerade 4 Monate alt war. Das heißt, ich kenne meine Heimat, kenne ich überhaupt nicht. Deutschland ist meine Heimat, wird es auch immer bleiben und wird es auch die von meiner Mutter sein. Und wenn es das Letzte ist, was ich durchsetze, meine Mutter bleibt hier. Wir haben halt keine richtige Runde genannt. Da habe ich halt gefragt, ja, wenn das jetzt mit der Scheinehe so ist, gut, lass uns mal außen vor. Wieso geht es dann ganz schön seit 1999 so? Der Krieg ist offiziell vorbei, sagte er. Und dann habe ich gefragt, also es geht um Serbien, wir kommen aus Serbien. Und es geht momentan ja auch darum, dass Serbien nicht in die EU darf, weil es da Menschenrechte noch nicht dass die Situation noch nicht gut genug ist, um den europäischen Standard zu entsprechen. Habe ich gesagt, gut, wenn die EU doch nicht darf, wenn Serbien nicht in die EU darf, weil es da menschenrechtliche Krisen gibt, warum sollen wir dann wieder abgeschoben werden, obwohl der Krieg ja offiziell vorbei ist? Das ist paradox. Hat er gesagt, nein, das sehe ich nicht so, wir haben differenzierte Ansichten. Und habe dann gefragt, ob er bereit wäre, vielleicht mal öffentlich Stellung dazu zu nehmen. Hat er gesagt, das möchte er nicht machen. Mhm. Auf meine Fragen, ich habe ihn auch gefragt, ob er eine Mutter hat, ob er Kontakt zu ihr hat. Würde mich nichts angehen, ob er Kinder hat, ob er sich vorstellen könnte, wie es wäre, wenn sie ohne ihn oder seine Frau, wie auch immer, leben müssten. Möchte ich nicht beantworten, ist jetzt ein bisschen eine Privatsache, geht mich natürlich nichts an. Darauf hat er auch nicht geantwortet, hat dann gesagt, ob er sich einfach nur vorstellen könnte, wie es wäre, ohne Mutter aufgewachsen zu sein, auch wenn ich jetzt 18 bin, ich bin noch lange nicht alt genug, ohne meine Mutter zu leben. Wer gibt es Recht zu sagen, ab wann man alt genug ist, ohne die eigene Mutter zu leben? Meine Mutter hat 18 Jahre lang gekämpft, dass ich Aufenthalt bekomme. Und die sagen ja heute noch, es ist unberechtigt, dass ich überhaupt hier bleiben darf. Und wenn meine Mutter 18 Jahre für mich kämpfen kann, dann kann ich das noch 50 Jahre machen. Ich soll mal fragen. Er denkt aber nicht, dass sie rauskommen würde, weil es hier jetzt zu spontan ist, zu kurzfristig. Dann war ich jetzt unten. Die muss ja Mittagspause auch machen. Und Moment. Ganz zufällig, sie ist nicht da, die Vertreter sind nicht da. Die komplette Presse ist nicht da. Aber warum ist das Fenster dann da offen? Ja, nachdem ich da oben war, war auf einmal niemand in dem Gebäude drin. Alle verschwunden, auf einmal. Geisterhaus. Gut, wow. Geisterhaus, ich schwöre. Wow. Das ist ernst, ich schwör. Ich schwör.
Psst. Hallo? Mit wem spreche ich da? Hallo? Ich möchte gerne den Herrn Gajewski sprechen. Hallo? Ja, bitte? Da wird im Moment gesprochen, Telefon ist besetzt. Du rufst gleich nochmal an. Warte mal ganz kurz, was? Was ja, ja, warum geht das nicht? Das Telefon ist besetzt? Hallo? Sie können mich ja wieder verbinden, wenn die Leitung frei ist, oder? Dann bleibe ich so lange einfach in der Leitung. Ja, warum kann ich das? Warum nicht? Ja? Warum denn nicht? Alles klar, ich rufe auf jeden Fall nochmal an. Wir rufen in 10 Minuten an und dann garantieren Sie uns, dass der Herr Gajewski mit uns spricht. Ja. Gut, Dankeschön. Einmal Applaus für die nette Dame.